wir kommen zu unserer letzten Teilnehmerin. Last but not least, sie ist die Inhaberin der Paul Garage und ihr haben wir diesen Abend heute zu verdanken. Erstmal ein kräftiger Applaus. Abend, um ihre dunkle Seite rauszulassen. Und in ihrer Choreografie geht es um einen Mann, der in den Teufel verliebt ist, weil er in Gestalt dieser atemberaubenden Tänzerin daherkommt. Er spricht aus der Ich-Perspektive und spricht die Tänzerin an. Eigentlich weiß er unbewusst, dass sie der Teufel ist und die Motte sich an der Flamme verbrennt. Aber zum Schluss erliegt er ihrer Schönheit vollkommen und leugnet die offensichtlichen Mittel zur Kopfverdrehung, die sie angewandt hat. Es gibt auch ein Gedicht zu ihrer Choreo. Schönheit, du blendest mich. Dein Strahlen, genährt aus Perfektion, Vollkommenheit. Dein Körper so rein, so schön, fließende Bewegung und alles glänzt. Doch der Glanz kommt nicht von innen. Es ist das Licht von außen, das ihn speist, um andere zu blenden, um andere zu ködern. Ist es der Teufel, der mich locken will mit Schönheit? Er glänzt, er strahlt. Womit sollte er mich ködern, wenn nicht mit Schönheit? Der wunderbaren Hülle. Braucht er mein Licht, um zu glänzen? Braucht er mein Licht, ein Feuer, das von innen strahlt? Oder ist er die Flamme, die die Motte verbrennt? Schönheit, du gefallener Engel, sein Glanz ist nur der Spiegel deiner Augen, Feuer. Versündige dich nicht. Du musst nicht glänzen, du bist Licht. Hier ist Caroline Lange.